zeige jetzt, wie der Poncho zusammengenäht wird. Ich habe hier Vorder- und Rückenteil. Und um festzustellen, was Vorder- und was Rückenteil ist, kann ich sie aufeinanderlegen. Da, wo der Ausschnitt tiefer ist, sehe ich, dass es Vorderteil ist. Ich habe meinen Bund mit Perlmuster. Das ist unten die Spitze vom Poncho. Und hier sind die Schultern des Ponchos. Die sind länger als normale Schultern, weil es ja ein Poncho ist. Als erstes werden diese zwei Seiten, diese Naht und diese Naht, also links und rechts vom Halsausschnitt, zusammengenäht. Dazu lasse ich es aber nicht so liegen, rechts, also mit den rechten Seiten nach außen, sondern ich drehe es andersrum, dass ich beide linke Seiten vor mir habe. Dann wird der Faden, einfach den Faden, den ich hier hatte, den ich nicht vernäht habe, den kann ich nehmen und fädel ihn in meine Nadel ein. Am besten ist, dass man an der Kante, die genäht werden soll, entlang Stecknadeln reinsteckt. Die Nadeln dienen dazu, dass ich möglichst gerade die Kante aneinander nähe, dass ich Masche für Masche zusammennähe und nicht dann zum Beispiel zum Schluss auf einer Seite ganz viel vom Strickzeug übrig habe, zum Strickstück, und auf der anderen Seite nichts mehr. Und dann schaue ich einfach, dass meine Randmaschen möglichst oben sind und nähe dann hinter diese Maschen, steche ich ein und nähe dann die ganze Kante entlang, bis sie geschlossen ist. Immer mal wieder das Gestrickte hier rausziehen, damit diese Seitenmaschen oben liegen. Immer hinter meinen Faden einstechen und vor den Faden wieder raus. Und das mache ich die ganze Kante entlang. Wenn mein Faden ausgeht, dann mache ich einfach einen kleinen Knoten. Zweimal am besten, damit es nicht aufgeht, und vernähe dann den restlichen Faden, so wie ich es gezeigt habe, wie es mit einem Strickstück gemacht wird. Aber hier kann ich es einfach an der Kante entlang machen. Dann kann ich auf der anderen Seite den anderen Faden nehmen und auch noch drüber nähen. Und wenn mir noch Wolle fehlt, dann fange ich einfach mit einem neuen Faden an, mache einen Knoten und nähe ganz normal die Kante fertig zu. Als nächstes werden beide Ärmel zusammengenäht. Auch da will ich von außen nähen, von der linken Seite. Also ich falte die Ärmel zusammen. Unten ist mein Perlmusterrand. Hier sehe ich schön die Schrägung. Ich stecke meine Nadeln rein, damit ich gerade zusammennähe. Und mache genau dasselbe wie bei der Schulterkante, dass ich immer den Faden ein bisschen weiter hinter meinem Faden nochmal neu einsteche und weiter vor raushole. Dabei immer darauf achten, dass die Seitenränder oben sind und dass ich nicht zu knapp bin. Gerade beim Rand kann es ja manchmal sein, dass da dann ein Loch entsteht. Also ein klein bisschen weiter innen entlang nähen. Die Schulternähte sind geschlossen. Die Seitennähte von den Ärmeln sind geschlossen. Nun werden die Ärmel in den Poncho gesetzt. Dazu, den Poncho habe ich noch falsch rum, die Seite, auf der ich genäht habe. Den Ärmel drehe ich jetzt um, damit er richtig rum ist. Wichtig ist, dass ich die Mitte finde. Hier ist ja die Naht und gegenüber ist die Mitte. Und jetzt wird der Ärmel reingesteckt in den Poncho, und zwar am Ende der Schulternaht. Hier, das ist ja alles offen. Ich stecke den Ärmel da rein. Diese Stelle stecke ich fest, damit die Mitte vom Ärmel oben bei der Schulter ist. Und jetzt werden diese Kanten genäht.
heißt, ich kann hier mit dem Faden anfangen und nähe hier rum, hier zurück und zum Schluss schließe ich einfach hier den Poncho ab und die Seite hier bleibt offen. Ich habe das so gemacht mit dem Ärmel richtig rum, damit ich wieder beide glatt rechts Seiten aufeinander liegen habe und dann eben außen, hier ist es eigentlich innen, aber damit ich hier die linke Seite habe, wo ich nähen werde. Die Ärmel sind jetzt angenäht, das schaut so aus, unten ist offen, Poncho-Stil. Und als nächstes wird die Tasche ausgenäht, ich habe hier diese untere Kante schon mal ausgenäht. Die Tasche wird aus dem Poncho gelegt. Das Kind kann auch schon den Poncho anprobieren, um zu sehen, wo die Tasche am besten hinpasst. Die Tasche kommt jetzt quer. Das war also die Kante, wo wir angefangen haben mit dem Perlmuster und haben hochgestreckt. Die Perlmusterränder sind die Eingriffe. Und jetzt wird die Tasche ausgenäht. Ich habe hier einen Faden mit dem Knoten, habe das hinten, damit es nicht auffällt. Habe es ausgesteckt. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man nicht dabei den ganzen Poncho zusammennäht. Und dann nähe ich immer ein Stückchen vom Vorderteil und ein Stückchen der Tasche. Und ich das jetzt einfach, ich muss jetzt nicht diese anderen Steppstiche wie bei den Nähten, sondern ich kann einfach so immer einstechen. Später fällt die Naht bei den Maschen gar nicht mehr auf. Das mache ich jetzt bis ins Ende und den Faden vernähe ich dann hinten. Und jetzt kommt der Halsausschnitt dran. Ich beginne an der linken Schulter. Wenn ich den Poncho vor mir habe, ist das auf der rechten Seite. Linke Schulter ist da, wo beim Tragen links ist. Ich steche in eine, ich sehe ja hier die Maschen am Rand, die Maschen, die abgekettet wurden. Ich steche in die Masche hinein, nehme den Faden und die andere Seite der Nadel und stricke daraus eine Masche. Und so geht es weiter um den ganzen Rand entlang. Ich steche in eine Masche ein. Jetzt ist es ein bisschen eng, weil da meine Naht ist. Und stricke es ab. Da sieht man den abgekettelten Rand. Jede Masche steche ich mit dieser leeren Nadel ein. Und stricke dann die Masche ab. Ich habe jetzt um den ganzen Ausschnitt herum Maschen aufgenommen. Ich schließe die Maschen nicht zu einer Runde, weil es ein langer Kragen wird, der runterfällt. Ich wende jetzt die Arbeit und obwohl ich beim Aufnehmen die Maschen rechts aufgestrickt habe, stricke ich jetzt nochmal eine rechte Reihe. Die Reihe wird nachher nach außen umgeschlagen. Das heißt, obwohl ich hier das Innenteil habe, das links gestrickt ist, kommt jetzt ein Teil, das rechts gestrickt wird, oben drauf, das später eben außen ist. Aber am Rand, damit sich das nicht rollt, mache ich wieder meine Kante aus Perlmuster. Das heißt, ich hebe die erste Masche ab, stricke eine Masche rechts, die wird in der Rückreihe links gestrickt und dann eine Reihe links, die dann rechts gestrickt wird und jetzt stricke ich, bis ich die letzten drei Maschen der Reihe erreiche, die Maschen rechts ab. Die letzten drei Maschen werden wieder im Perlmuster gestrickt. Die Rückreihe, die nächste Reihe also, stricke ich dann wieder links und mache das immer weiter, in Reihe rechts, die Rückreihe links, bis der Kragen lang genug ist und dann schließe ich mit drei Reihen die komplett Perlmuster durchgestrickt werden ab, wieder, damit der Kragen sich nicht rollt. Zwischendurch, das steht in der Anleitung genau, wie oft, werden ein paar Maschen zugenommen,
damit der Kragen nicht zu eng wird, und zwar an der Schulternaht und dann jeweils an der Kante, wo das Perlmuster beginnt, also nach der dritten Masche.